Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Friedenbox von Rough Fiction. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Frieden von Rough Fiction, das Ganze aus dem Jahr 2015. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine Metallbox in Schwarz, Grau und Weiß gehalten. Und wir haben hier auf dem Boxdeckel dieses Peace, dieses Friedenszeichen, mehr oder weniger, also auf dem Kopf stehend. Und im Hintergrund erkennen wir in Schwarz und Grau hier diverse Häuser und einen Panzer. Das dürfte wohl der sogenannte Friedenspanzer sein, denn die Box heißt auch Friedenspanzer Box. Also der Panzer, der wohl den Frieden bringen soll. Unten lesen wir dann in roter Schrift Frieden. Auf der rechten Seite zieht sich diese Szenerie der Häuserblocks der zerstörten Straßen weiter. Oben lesen wir Rough Fiction. Auf der linken Seite ja schwarz und grau. Und auf der Unterseite blank schwarz. Und hier unten haben wir dann noch den Barcode und die Credits zum Album. Gut, das Ganze ist eine Metallklappbox. Geht hier auf. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal eine Fahne, eine Maske, eine DVD, die Remix-EP, das Album an sich inklusive Instrumentals, eine Autogrammkarte und ein kleines Zierröhrchen. Von innen die Box. Glatt Silber. Machen wir die mal zur Seite. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also auch hier wieder dieses Friedenssymbol, dieses Friedenszeichen drauf. Allerdings das Cover hier in Schwarz und Rot. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Und hier unten lesen wir auch wieder Frieden. Hier lesen wir dann noch zwei Discs, also wie gesagt, Instrumental Disc ist da auch mit drin dabei. Hier an der Seite lesen wir Rough Fiction, Frieden, RFP 016, also Rough Fiction Productions. Und dann haben wir auf der Rückseite die Tracklist, und zwar haben wir 13 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von Tamash, Zero Zero, Blockmonster, Schwarz und Rako, Barcode und Credits. Dann schauen wir mal hinein, als erstes mal werden wir einen Blick in das Booklet werfen. So, was lesen wir hier? Danke. Ja. Also allein wenn ich den ersten Satz lese, speziell das zweite Wort, dann wird mir als altem Grammar-Nazi schlecht, denn hier hätte wohl ein Beistrich und ein zweites S hingehört. Also danke, das mit zwei S. Du dieses Album gekauft hast und damit nicht den Weltfrieden finanzierst. Ja. Scheinbar auch nicht die deutsche Rechtschreibung. Okay, sei es drum, wir schauen uns mal das Booklet an. Wir haben hier die Infos über die einzelnen Tracks, also einerseits natürlich, wer das Ganze produziert hat. Und dann haben wir hier ausführlich die gesamten Texte abgebildet, abgedruckt. Bedeutet, wir können hier wirklich jeden einzelnen Text Wort für Wort nachlesen, mitrappen etc. Du ziehst unser Album aus dem Netz, ich ziehe 20 Lines am Stück und tätowiere meiner Mom voll drauf den Panzer ins Gesicht. Ja, schöne Textzeilen hier. Ich zünde den Joint an, hallo Deutschland, hier spricht einer von denen, die dich bisher nur enttäuscht haben. Also, Rough Fiction, wie man sie kennt. Ihr habt Stress auf der Arbeit wie ein Leben auf dem Pep-Spiegel. Frühstück in der Gosse zwischen Leberdurst und Meth-Igel. RU zum Faustfick, rate mal, wer drauf ist oder wessen Messer gleich tief in deinem Bauch ist. Haukes. Ja, also sehr tiefe und bewegende und poetische Texte haben wir hier. Hier zum Abschluss noch eine Danksagung. Wir danken allen, die uns bei diesem Album unterstützt haben. Und dann hier noch die Credits. Gut, und auch hier wieder der Friedenspanzer. Dann schauen wir mal in das Album bzw. in die CDs hinein, wenn ich das Booklet hier reinbekomme. So. Also, das ist einmal die
Album-CD, diese in schwarz und weiß gehalten, auch hier wieder das Symbol natürlich. Und dann haben wir auf der Rückseite die zweite Disc. Und zwar sieht die so aus, in weiß und schwarz. Das ist eben die, die die Instrumentals beinhaltet. Und hier auch nochmal das Symbol zum Abschluss in schwarz und weiß. Gut, dann haben wir mit dabei eine Remix-EP, und zwar die Hool 777 Remix-EP. Hier haben wir die drei Interpreten von Rough Fiction nochmal abgebildet. Also Crystal F, Arbok und Klausi Remix-EP. Und zwar haben wir hier 6 Tracks an der Zahl. Features von Tamash, Kanthand 777, Zero Zero und Slamcore. Slamcoke, Entschuldigung. Und hier auch wieder die Credits. In die habe ich ehrlich gesagt noch nicht reingehört. Muss ich noch nachholen. So sieht das aus. Das Ganze kommt in einer Papphülle. Dann haben wir eine zweite Papphülle, ein zweites Digisleeve. Und zwar ist das die DVD. Die RUFF DVD. Established 2006 lesen wir hier. Und hier haben wir die Angaben, was sich auf dieser DVD befindet. Wie alles begann, Roughnecks Album, Tourleben, Friedenalbum und Zukunft. Also laut Crystal F hier ungefähr 1 Stunde 40 an Material drauf. So sieht dann die DVD aus. Finde ich spannend, dass die hier kein FSK oder sonstigen Hinweis drauf hat. Geht anscheinend auch ohne, nicht schlecht. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Und hier haben alle drei unterschrieben, also Arbok, Chris Leff und Craig Klaus, die drei hier abgebildet und auf der Rückseite natürlich wieder das Friedenssymbol. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Boxinhalt, habe ich bis jetzt glaube ich einmal gesehen oder zweimal, einmal bei Herzog und einmal bei SpongeBoss, Started from the Bottom. Und zwar haben wir hier ein Ziehröhrchen, Rough Fiction Productions, lesen wir hier in weiß auf schwarzem Untergrund. Das Ganze ist Kunststoff, Hartplastik und ich muss ehrlich sagen, für ein Ziehröhrchen relativ kurz. Aber ja, was ihr auch immer damit macht, ist natürlich euch überlassen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe keine Verwendung dafür. Bin jetzt kein Fan von derlei Substanzen und deswegen werde ich auch dieses Ziehröhrchen nicht verwenden. Dann haben wir eine Fahne mit dabei. Und zwar ist das die Friedenfahne. Die ist echt richtig groß. Wir haben hier in der Mitte wieder groß das Friedenssymbol. Ansonsten bis auf diesen Aufdruck hier unten Frieden komplett in schwarz gehalten. Und dann haben wir auf der linken Seite hier so separat noch vernäht zwei Ringe, zwei goldene Metallringe. Und hier kann man dann entsprechend eine Schnur oder ein Seil durchmachen, um die Fahne dann auch wirklich zu hissen oder entsprechend aufzuhängen. Von der Größe her ist diese Fahne 1,50 Meter mal 1 Meter, also das ist echt gewaltig von der Dimension her. So, ich habe jetzt ja nicht schön zusammengelegt, aber sonst braucht ihr zu viel Platz. Und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt und das ist diese hier, diese Maske, eine Neoprenmaske, schwarz und weiß. Und zwar lesen wir hier Rough Fiction, also statt der Zahnreihen hier der Rough Fiction Schriftzug. Wir haben hier eine Öffnung an der Nase, ansonsten wirklich komplett in schwarz gehalten. Unter der Nase, also hier so im Mundbereich, haben wir dann noch Löcher, dass man ja auch noch etwas besser Luft bekommt. Und das Ganze ist dann hier mit einem Klettverschluss zuzumachen. Wir haben hier keinerlei Info aus welchem Material, aber wie gesagt, soweit ich informiert bin, eine Neoprenmaske. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier die schwarz-weiße Maske, diese Neoprenmaske. Kann man auf jeden Fall tragen zum Motorradfahren oder zum Skifahren. Gefällt mir von der Gestaltung richtig gut und werde ich definitiv auch mal tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Neoprenmaske in schwarz und weiß. Die Autogrammkarte, unterschrieben von allen drei Interpreten. Die RUFF DVD Volume 1. Die Remix-EP mit 6 Tracks. Das Album an sich mit
13 Tracks inklusive Instrumentals, das Rough Fiction Zierröhrchen und natürlich diese riesen Fahne. Das alles in dieser wunderbaren Box Frieden von Rough Fiction. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rough Fiction unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.